Halli, hallo, hallöle, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bus Driver Simulator 2018. Das hätte ich jetzt auch noch Englisch aussprechen können, das wäre wahrscheinlich ein bisschen konsistenter gewesen. Ist egal. Herzlich willkommen zurück hier, wir fahren eine neue Route. Und zwar haben wir die ja wahrscheinlich freigeschaltet. Ich habe noch gar nicht geguckt. Und wir sind bisher immer nur mit dem Bus da rechts gefahren, gell? Der mit so ein bisschen Mesh-Fehlern und so, oder sieht das nur so aus? Ich weiß es nicht. Der Link sieht irgendwie cooler aus. Ich würde gerne mit dem linken fahren, aber das ist wahrscheinlich eher so Level-Up, ne? Oder mit dem gelben Sportwagen da hinten. Aber ich glaube, das ist mir auch nicht vergönnt. Egal, Szenarien. Wir können jetzt fahren. Busbahnhof, Bahnhof. Die Route vom Busbahnhof zum Bahnhof über die Borisow-Autobahn. Erwarten Sie eine hohe Anzahl an Passagieren, da es bewölkt ist und nach Regen aussieht, weil da möchte jeder unbedingt rausgehen. Da möchte jeder an der Bushaltestelle stehen. Zweck. Erlangen Sie durch die durch eine Route 300 Münzen. Cool. Also keine Verspätung und sowas, sonst bekommen wir Abzug. Gut zu wissen. Okay, Busbahnhof, Bahnhof. Wir nehmen an. Ah, das ist der Screenshot davon. Okay. Ich will den Bus haben. Wobei der andere hat einen Teppich. Ich mag unseren Teppich. Ich finde den Teppich süß. So. Okay. Motor. War zu kurz. Sorry. Model. So, Licht, Licht. Ist immer schon der gleiche Bus, ja. Ich möchte gerne das. Ich kann die Sicht nicht verändern. Ich möchte gerne gucken. Darf nicht gucken. Ich interessiere mich doch nur für den Bus, Kinders. Darf ich nicht, ne? Okay. Ich schalte mal mein Lenkrad an, weil das muss ich ja immer wieder anschalten. So, und ansonsten. Achso, ich muss meine Maus wieder ausschalten. So. Und ansonsten, können wir losfahren, ne? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Erstmal hier lang. Okay. Ah, guck mal, das ist wahrscheinlich hier dieser Platz. Ah, und da stehen sie. Und da tanzt du schon auf der Tische, du. Ja, die kommen ja nicht in meinen Bus. Also so Leute möchte ich ehrlich gesagt nicht in meinem Bus haben. Aber es geht ums gute Geld, ne? Schönen guten Tag. Einmal einsteigen. Bitte via Anstand. Auch wenn sie einen Sitzplatz haben, bitte Anstand. Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an und wenn Sie sich anstellen, bitte hinten. Dieser Witz ist sehr gut. So, ich glaube, wir können gleich los. Das Spiel lässt uns gerade gar nicht mehr so viel Zeit. Oh, das Haus da vorne ist aber süß gemacht. Das gefällt mir irgendwie. Ist ein bisschen schief, aber also texturiert, aber ansonsten ist 2D, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber generell, dieser FOV wirkt so ein bisschen seltsam, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. So, sehr geehrte Fahrgäste, nächster Halt, Gorgas. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Uiuiui. Ich muss da doch lang. Warum darf ich da nicht hin? Wie kann ich überhaupt rückwärts fahren? Kann mir mal einer sagen, wie ich jetzt rückwärts fahren kann, notfalls? Hilfe? Hä? Okay. Hilfe? Ich hab's gerade mal wieder in Ordnung gebracht, deswegen war da kurz ein kleiner Cut. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Oh, das sieht gut aus. Guck mal, da sind wir wieder. Das hat ja wunderbar funktioniert jetzt. So, über die Autobahn. Bin nämlich auch mal gespannt, wo das alles so lang geht. Sieht tatsächlich aber immer noch sehr neblig aus. Er hat sich jetzt auch seit der vorigen Sequenz irgendwie nichts dran geändert. Aber gut, so ist es, ne? Wir müssen halt instant 300 Münzen sammeln. Das heißt, das sollte durch den Fahrpreis, sollte es da locker drin sein. Da haben wir auch eigentlich ja keinen Einfluss drauf. Nur wir müssen halt schauen, dass wir nicht so viel falsch machen. Das ist, glaube ich, ja, eher so ein bisschen das Problem, weil ich ja nicht weiß, was das Spiel möchte und was nicht. Naja, gut. Vielleicht treffen wir auch den ein oder anderen Ort, den wir letztes Mal schon gesehen haben. Und erkennen uns drin wieder, ansonsten fahren wir halt woanders lang, weil so die Haltestellennamen scheinen mir irgendwie gänzlich unbekannt. Uiuiui. Also dieser Spline-Übergang war durchaus ach, das Haus kennen wir aber da. Das ist das Problem bei so markanten Häusern. Sie sind markant.
Nee, ihr wisst, was ich meine. Also dadurch, dass sie markant sind, sind sie halt markant und dadurch erkennt man sie halt leider wieder. Das ist, natürlich, kann natürlich toll sein, aber... Ich weiß nicht, was tun sie da? Ich verstehe sie nicht. Warum bremst er ab? Haben die einen Beef am Laufen oder so? Und aber wenn... Ich weiß doch, aber ich habe gelernt, wenn ich einen Beef habe auf Teller, dann läuft es nicht mehr. Warum kann man... Dann kann ich doch gar keinen Beef am Laufen haben. Bonnie, aber generell solche... Also solche... Boah, ich muss dem jetzt zeigen... Also, ihr kennt doch bestimmt hier diese Dinger da, wo Leute sich irgendwie, keine Ahnung, so... Verfolgungsjagden, so ein Mist auf der Autobahn liefern. Aber was bringt denn das? Ein Auto ist am Ende eh immer kaputt. Und ach, nur zu zeigen, ich bin, keine Ahnung, stärker, toller, was auch immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach nicht der Typ dazu, der irgendwie auf sowas anspringt. Gibt zwar, also was ich nicht abstreiten mag, ist, dass es Situationen gibt, die mich durchaus nerven. Die andere Autofahrer verursachen, aber... Weiß ich nicht, ich würde das trotzdem irgendwie dann nicht so. So, schönen guten Tag. Danke fürs nette Begrüßen. Ich bin sehr stolz auf Sie. So, das ist jetzt die Spiegelqualität des Todes auf Doom oder wie, die ich eingestellt habe. Ja, okay, gut. Ich weiß Bescheid. Nächste halt zentrale Straße. Macht er irgendwo Sinn? Ach, gucken wir mal, jetzt seht ihr unter einer Haltestelle. Ich habe es eben gedacht, durch das... Kürzel Autobahn oder die Beschreibung Autobahn. Ach, fahr, es ist wirklich grün. Rote Ampel überfahren. Jo, natürlich. Warum denn auch nicht? Ja, wir brauchen nur bis 300 Punkte, das kriegen wir schon hin. Nur nicht mehr allzu viele weitere Kreuzungen und dann läuft das schon, oder? Denke ich mal. Aber es ist ganz schön knapp hier so jede Minute eine. So, also das... Halte ich durchaus für eine größere Herausforderung, meine Damen und Herren, ne? Also ich habe mir gedacht, dass wir ein bisschen mehr durchfahren können und so ein bisschen Expressbus machen, aber anscheinend machen wir erst mal... Ja, ne, selber schuld. Ja, Sicherheitsabstand. Ja, aber ich weiß nicht, man kann doch auch nicht so bremsen irgendwie. Oh, jetzt schon Minuspunkte, du. Ich hoffe, wir kriegen das hin, weil das muss ich das auch offscreen nochmal fahren. Nicht. Lass es uns hinkriegen. Ich gebe mir jetzt auch Mühe. Ich gebe mir jetzt wirklich Mühe. Oh, das wird aber echt eng, du. Vor allem, es wird da keiner einsteigen. Wir wollen uns... Ach doch, okay. Ich wollte sagen, wir wollen uns gar keine Fahrkarteneinnahmen geben. Uiuiuiuiuiui. Das wird trotzdem knapp. Mist. Ja, aber selber schuld. Na, wobei. Eigentlich nicht unbedingt selber schuld. Ich meine, das war ja auch nicht nur ich. So, Krokogo-Straße. Nee, ach, Gorku. Boah, ich kann das nicht aussprechen. Ich weiß nicht, bei so Sachen lesen, die ich nicht kenne, bin ich irgendwie nicht ganz so gut drin. Ich lese da immer so andere Sachen. Das ist die Krokogo-Straße, ganz bestimmt. Was ist denn, ist das so? Kann sein, dass die Ampeln so Hightech-Flatscreen dünn sind oder kommt mir so vor? Ich glaube, sie sind Hightech. Dings, Gedöns, Flatscreen-mäßig. Es ist aber auch ein Feature, das muss man auch so sehen. So, ich habe jetzt gelernt, ihr könnt das super, danke fürs Durchlassen. Ich habe jetzt gelernt, immer schön Sicherheitsabstand vor dem... Nein, nein, habe ich nicht. Halt, stopp, nein, wirklich nicht. Boah, wenn ich wegen sowas das nochmal... Nee, wirklich nicht. Ist okay. Ach nee, es wird wieder so ein Spiel sein, wo ich dann offscreen, ach nee. Weil das wieder so auf Level-Zeug aufbaut, dann muss ich das aber nur... Ich will doch einfach nur fahren. Er will anscheinend nicht fahren, okay. Ich hab's verstanden. Nicht bremsen, bitte, danke, okay. Jetzt muss halt nur hoffen, dass da ab und an mal ein bisschen mehr Fahrgäste sind. So, damit wir halt ein bisschen Einnahmen haben hier, ne? Sonst geht das, glaube ich, schief. Der hat aber ganz schön wackelige Beine, du. Erstmal aussteigen lassen. Dankeschön. Sehr nette Fahrgäste. Ihr seid ja mal freundlich. Na nee, gut, so sind sie, ne? Da kann ich jetzt auch nichts machen. Sie sind schon nett und freundlich, so.
Aber wir halten anscheinend noch ein paar Mal, von daher sollte das jetzt nicht so schlimm sein. Aber der Fahrplan ist straff. Sehr, sehr straff. Und für eine straffe Haut empfehle ich Eucerin Anti-Aging. Keine Ahnung, gibt es bestimmt immer noch, oder? Es kam früher immer, ich kenne das auch von früher, aber so heutzutage irgendwie nicht mehr so. Ja, weißt du, du kannst auch nicht so fahren, dass man irgendwie anständig fährt. Das geht einfach irgendwie nicht bei diesem Fahrplan. Aber ich möchte ja auch irgendwie da hier die, weißt du, ich wollte voll gemütlich fahren, so Busfahrermäßig, ne? So gemütlich. Ja, Busfahrer fahren nie gemütlich, ist mir egal. Ich will das so gemütlich machen. Aber irgendwie will das Spiel, dass wir zügig fahren. So, einmal aussteigen, bitte. Ist Ihnen schlecht geworden, meine Dame? Ach, das tut mir aber leid. Der labbelt immer so rum. Ich glaube, das ist ein Feature. So ganz verstanden habe ich das Feature noch nicht, aber... Ach, die haben gerade einen Unfall gehabt, oder wieder? Ich fahre trotzdem außen rum. Ich habe irgendwie Angst. Jo. Wow. Hilfe. Nein. Warum? Warum tut er das? Ist das ein Auto? Ach, das war der Pfeil da neben mir. Ich habe schon Angst gehabt, was das da ist. Ist das ein flaches Auto? Nein, es ist der Pfeil. Okay. Gut, ich habe verstanden. Ihr habt nie verstanden, dass man hier ein bisschen schneller fahren kann. Ich will nur ankommen. Und keine Verspätung haben. Und kein Unfall. Aber ich weiß nicht, 20 fahren. Kann man hier die V-Max nicht ein bisschen hochsetzen? Bisschen. Ja, die fahren mindestens 25. Sei mal nicht so postfaktisch. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Guck mal, die Häuser finde ich diesen ganz cool vom Modell, ja, zumindest aus der Entfernung. Gibt's zwar noch die von letztem Mal, gell? Guck mal, mein Teppich. Das ist ein schöner Teppich. Der ist super. Weißt, der begleitet mich, ne? Der ist immer da. Und ich krieg schon wieder Minuspunkte, weil die da nicht fahren. So, gleich gibt's noch rote Ampel-Minuspunkte, ja. Oder halt Verspätungs-Minuspunkte. Wie wär's mit beidem? Ach nee, aber da haben wir ja bis 59 eigentlich Aufenthalt. Das heißt, das dürfte nicht so schlimm sein. Es sei denn, die da vorne bauen jetzt die Kreuzung zu. Ach, guck mal, die können von ihrem Pfad abweichen. Die haben so eine Drumrum-Pressstrategie. Das finde ich gut, dass das funktioniert. Das ist recht wichtig, so... Ich glaube, der Dame im Spiel ist irgendwie ein bisschen schlecht, gell? Der älteren, grauhaarigen. Ein wenig, so. Jetzt aber. So wirklich Leistung hat der ja auch nicht, ne? Nee, hat er nicht. Aber so ist es Leben, ne? So, GroKo-Straße. Ich hoffe mal, ich kriege keine Minuspunkte. Minuspunkte? Keine, gut, danke. Schönen guten Tag, einmal einsteigen, bitte. Einmal die Fahrscheine. Beeilt euch mal, ich muss los. Er hat ja keine Zeit. So. So, jetzt sind wir schon fast wieder da, wo wir hinwollen. Meat Cheese? Also entweder kann ich da schießen... Nein. Ich wollte gerade sagen, da ist mir fast reingefahren. Also entweder kann ich hier Chia ausleihen oder Chia aus Fleisch. So Matchy. Keine Ahnung. Ist beides eine witzige Vorstellung. Ich weiß, er muss ein bisschen langsamer fahren. Aber gibt ja keinen Abzug, so. Und das muss man hier ein bisschen... Das ist ein Sportwagen, aber damit 20 lang gekullen, ne? Ja, das sind mir die Liebsten. Ich möchte hier immer so ein bisschen Fahrplanzeit aufholen. Die tatsächlich sehr eng gestrickt ist, du. Ich weiß nicht, wer den mal getestet hat, den Fahrplan. Ach, hier muss ich abbiegen, guck mal. Da sieht man immer so spät. Wo ist denn da aus der Haltestelle, du? Und innerhalb von einer Minute, ich da jetzt hinkommen soll oder so. Hier schon bestimmt zwei. Oh, sorry. Hab ich leider bis. Ach, guck mal, da steigen wir dann ein paar ein. Das heißt, dann fressen wir uns so ein bisschen ein Polster an. Also punktetechnisch. Guten Tag. Einmal einsteigen. Lassen Sie mich erstmal die Leute aussteigen. Nee, okay. Das haben wir noch nicht gelernt. Benimm-Seminar haben wir noch vor uns. Okay. So. Danke. Laden. Ah ja, jetzt geht's hier an die Shoppingmeile, oder wie muss ich das verstehen? In die ganzen Läden? Shopping? Oder wahrscheinlich schon. Also Frühlingsladen. Jetzt,
sobald der ganze Schnee wieder weg vielleicht. Ach, wenn du drüben bleibst, weißt du, dann kann ich auch vorbeifahren. Aber nee, ich muss ja da zentral fahren, Depp. Jetzt ist ja der Winter auch bald vorbei und deswegen muss man sich dann auch schon ganz bald auf den Frühling vorbereiten. Wo geht das besser als im Laden Frühling, ne? Es tut mir jetzt echt leid, dass ich so fahren muss, aber anders kriegst du den Fahrplan einfach nicht hin, wenn die da so lang trotteln. So, anders ist da echt vorbei. Oh, das wird ein bisschen eng sonst. Weil da ein erhöhter Bordstein, der ein bisschen schief eingebaut ist. Das ist ein Bordstein, so. Einen schönen guten Tag, einmal einsteigen bitte. Und die Fahrscheine einmal. Ich laufe da gleich durch und mach mal Fahrscheinkontrolle, du. Die lassen sich's gut gehen hier, du. Wie sie sich benehmen im Bus. Ehrlich. Also ich würde die Hälfte davon würde ich hochkant rausschmeißen. Du kannst aber drauf wetten. Wie die sich verhalten. Das ist ja eine Unverschämtheit hier. Ist doch kein Benehmen. So, laden Schuhzeug, ne? Und wichtig auch nicht Schuhe kaufen, sondern auch Schuhzeug kaufen. Ich weiß zwar nicht, was Schuhzeug ist. Was Zeug überhaupt für ein Wort ist, aber... Gut, es ist nicht, dass man das nicht verwenden würde. Weißt du, um die Kurve mit 30, auf der Geraden mit 20. Das ist ganz wichtig. Das ist auch so irgendein so ein Prinzip, der... Auch keine Ahnung. Das ist so ein Opa-Fährt-Mercedes-Benz-Phänomen. Außerort 60, aber auch innerort 60. So, und das ist hier nur bis auf die Spitze getrieben. In der Kurve beim Abbiegen... 30 und sonst halt 20, ne? Ist schon ein Unterschied. So, einmal aussteigen, bitte. Erstmal Geld reinlegen. Wie alle laufen, ey. Und sie schläft. Ich hab rausgetappt. Schlechte Idee. Ah, das Spiel überlebt's. Guck mal. Was tut sie da? Sie schläft sie? Ich weiß es nicht. Ich möchte gleich meine Punkte abholen. Huhu. Sehr geehrte Fahrgäste in die Saalbahnhof, bitte beachten Sie, diese Fahrt endet hier. Es besteht Umstieg zum Fernregionalverkehr der Bahn, der Ausstieg fahren Richtung rechts. Wir bedanken uns für Ihre Mitfahrt. Da, tschüssi. Ne? Und nächstes Mal ein bisschen besser benehmen. Bei euch sollte ich mich nicht für die Mitfahrt bedanken. Ja, es ist assi, ne? So, die grundsätzliche Fahrgeschwindigkeit ist... Weiß ich nicht. Empfinde ich als leicht unbefriedigend. Ich meine, mir wäre es da relativ egal, wenn der Fahrplan nicht wäre. Aber gut, der Fahrplan wäre mir auch noch egal, wenn es die Abzüge nicht gäbe. Die Abzüge wären mir auch egal, wenn es das, ich darf das nächste Szenario machen, nicht gäbe. Ach, das ist schwierig. Eine sehr verzwackte Situation. Oh nein. Nee, Kinders, nee. Einfach fahren, bitte. Da ist nichts. Wirklich nicht. Aber die Autos müssen auch auf Pfaden fahren. Guck mal, die Autos fahren auf Pfaden, die sich ja durchaus von unserer Linie da unterscheiden. Das heißt, unsere Linie ist wahrscheinlich einfach eingezeichnet. Ja, die ist auch, die hat ja eine Höhe, guck mal. Die ist jetzt hier über dem, über der Straße. Und an anderer Stelle war sie manchmal in der Straße. Das heißt, die ist irgendwie extra gesetzt worden. Ah, also ich analysiere ein wenig. Ist anscheinend ein bisschen drüber und ja. Ach, Bahnhof, da waren wir schon mal. Guck mal, da kenne ich mich aus. Heißt, sie entspricht nicht dem Fahren. Das heißt, sie wurde sich manuell gesetzt. Okay. Heißt, das ist jedes Mal irgendwie Arbeit für die Leute. Aber die haben sich wahrscheinlich gedacht, bevor ich was implementiere, was die Linie automatisch anhand des Linienwegs irgendwie berechnet, machen wir die lieber jedes Mal selber. Okay. Na gut, das sind halt zwei verschiedene Ansätze, die man da so fahren kann. Fahren. Oh, Entschuldigung, ich werde irgendwie, weiß nicht, ich werde müde. So, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die man hier fährt, ermüdet. Ein wenig. Sie haben eine rote Ampel überfahren. Eine Mutter hat eine rote Ampel überfahren. Nee, tatsächlich nicht, okay. Cool. Ich bin begeistert. So, ich muss natürlich hier rein. Ja, okay. Sorry. So, welcher Bus steigt? Ankunft von mittlerem Bussteig. Guck mal, ne? So viele Bussteige für eigentlich gar keinen Bus, der sonst hier ankommt, außer wir. Wir sind der einzige Busfahrer hier überhaupt, ne? Auf allen Linien. Gibt's nur uns. So.
Ach, bei 2 Minuten gibt's ja schon auf den Dötz, du. Das ist hart. Das ist sehr hart. So, darf ich jetzt hier Feierabend machen oder? Dankeschön. War zwar knapp, aber Errungenschaft freigeschaltet, altmodischer Bus. Ich glaube, ich darf nächstes Mal einen anderen Bus fahren. Aber das erfahren wir nicht heute, sondern ein andermal. Mache das gut. Tschüssi.